So, jetzt müssen wir dieses Krokodok-Spiel spielen. Das habe ich früher immer gerne gespielt. Kann ich nicht interagieren damit? Muss ich den richtigen Zahn erwischen oder was? Interagieren mit Dreieck. Mache ich die ganze Zeit. Ihr seht es ja auch, ich drücke, aber es passiert nichts. Muss ich vielleicht erst nochmal die Kurbel drehen? Warte. Uah. Gedrückt halten? Ach so, vielleicht gedrückt halten. Ja, das könnte auch sein. Warte. Uah. Mann! Ach so, jetzt. Ah, okay. Spannung. Achtung, ich nehme den Backenzahn. Was passiert, wenn man jetzt verkackt? Mit ihm? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es hochschnellt. Runterschnellt. Ich nehme den mittleren. Ja, es hat mich nicht so erschreckt. That giraffe is a key. Hätte man was gekriegt dafür, dass man am Ende alles geschafft hätte, ohne dass man, ne, verloren hat? Ich habe einen Giraffenschlüssel gekriegt. Ja, das, jetzt wissen wir auch, wo wir den verwenden können. Da drin, ne? So. Ups. Ne, drehen, ja. Oh. 7 Jahre, Dory. 1900 hat sie das gekriegt. Okay. Oh. Papa muss immer arbeiten zu Hause, Mensch. Sie mag gerne spielen mit allen, aber Papa muss immer arbeiten und Mama tanzt immer auf dem Seil. Ist immer so, ne? Bei deinem Geschrei schreckt man sich mehr. Celine, hallo. Und Lily Pacific, hallo auch an dich. Alles voll lieb von dir, dankeschön. So, und dann gehen wir alle zusammen in den Zirkus und da treffen wir dann eine Giraffe und eine fliegende Katze. Und dann fahren wir wieder nach Hause und im März kommen dann alle Tiere zu uns nach Hause. Und die Katze, die hat Dünnschiss. Und wenn dann alle Tiere zu Hause bei uns sind, dann köpfe ich den Hamster. Das Kind hat leichte Probleme, kann das sein? Und das ganze Blut, das lasse ich dann draußen verschwinden. Mama und Papa regen sich drüber auf. Wer von den beiden wischt jetzt das Blut wieder auf? Und ja, ich stehe zwischen den Stühlen. Und am Ende des Tages muss ich draußen schlafen. Und irgendjemand hat eine Krise. Was? Alter. Was? Okay. Ja, wenn du Albträume davon kriegst, den Hamster zu köpfen, würde ich es vielleicht einfach nicht machen. Das Kind ist verrückt. Leicht. Ich habe das gerade nicht zugeschlagen, ne? Dory? Bist du wieder zu Hause? Dory? Jemand hat die Wand kaputt gemacht. Die Wand ist weg. Dory? Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, wenn du in deinem Zimmer spielst, lass die Wand da, wo sie ist. Okay, nun. Ja. What is going Wenigstens ist es hell hier draußen. Können wir nicht erschreckt werden, oder? Guck mal hier, da ist Mr. Giraffe. Schön, oder? Schneller gehen mit L3. Sprinten. Das ist right by the lake near the circus. Dory? Muss man doch machen, oder? Wenn man schnell läuft. Dory and I come out here all the time. Das habe ich überventiliert, jetzt wird mir schwindelig. Sweetie, that's called a dragonfly. Oh, be careful.
They can breathe fire. Don't be silly, Walter. You'll scare her. Gute Erziehungsmethoden, ne? Gleich mal die Kinder anlügen. Aber das tun wir ja schon generell, ne? Wenn wir sagen, es gibt den Weihnachtsmann, den Osterhasen. Dory, what are you doing out here? Dory! Hey! Bleib mal gefälligst stehen, Dory. Wir müssen doch über deine Noten reden, ne? Dory, das war nicht in Ordnung. Die 6. Eine 5 minus wäre auch okay gewesen, Dory. Dory. Boah, echt, ne? Ich glaube, du musst ins Camp für schwer erziehbare Kinder. Ich lauf mal ein bisschen schneller. Dory! Wo steckst du? I'm not that fast. Dory? Was ist das denn? Ist das eine Wahrsagerin? I prefer not knowing my future. Ja, gut, vielleicht sollte man Doris Zukunft voraussagen lassen, ob ihre Noten vielleicht zu schlechten Berufschancen führen oder sowas. Wäre zumindest interessant zu wissen. Hallo? Oh, that's Agatha's card. She's good friends with Martha. Okay, aber rein darf ich trotzdem nicht? Hallo? Dory? Ich weiß nicht, wo Dory hingelaufen ist. Ich laufe einfach mal weiter. Ach, hallo, Dory. Jetzt bleib mal stehen! Alter, ich bin alt. Ich kann nicht mehr so schnell. Dory! There's the train we use to travel. Nowadays, the circus just stays here. Ist ja fast so gut wie Phasmophobia hier, ne? Ganz viele Löwen? Oh, guck mal, sogar der Zirkusdirektor ist ein Löwe. Das ist ja praktisch. Vielleicht sind die eigentlichen Tiere in diesem Zirkus die Menschen. Um das Ganze horrorful zu haben, könnten wir ja rein theoretisch auch einfach an American Horror Story Staffel 4 denken. Da war doch diese Freakshow. Und die war eigentlich auch nicht so brutal, aber das war zumindest ein bisschen gruseliger als das hier bisher. Also es ist halt alles ein bisschen... Oh, es ist so nett, ne, irgendwie. Dory ist bestimmt der Horrorclown. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich gerade irgendwie ein bisschen die Hoffnung, dass Dory irgendwann mit einer Kettensäge um die Ecke kommt und mich zersäbelt. Dann wird es mal ein bisschen Spannung hier reinbringen. Irgendwie wird das alles ein bisschen tranig. Martha prepares here for the show. That's Martha's blindfold. Zirkus Augenbinde. Ja. Oh, guck mal hier, da können wir uns die Zukunft vorhersagen lassen. Doesn't seem to be powered. Kein Strom. Well, let's see if we can turn the power on. Okay. Muss ich jetzt einfach irgendwas drücken? Ich kann das nicht bewegen. Hallo? Ich kann es echt nicht bewegen. Ah, jetzt hier. So, oh, ups. Also die 1 ist schon richtig. Erst die 1, dann die 2. Nee. Muss ich den Code wissen oder kann ich einfach raten? 1, 3. Nein. Das geht bestimmt. Ich mache Trial and Error, das klappt. Ich glaube eher, dass der Vater einen an der Klatsche hat. Bitte was? Ich spiele den Vater. Merkt euch mal. 1, 4. 1, 4, 7. 1, 4, 7. 1, 4, 7, 2. Oh, warte. 1, 4, 7, 2, 5, 3. Got it. Got it. Oh my gosh. Hallo. I can see your future. Come, see it too. I just need a token of appreciation. Eine Marke der Wertschätzung. Ich habe dir gerade Strom der Wertschätzung verpasst. Reicht das nicht? Marke der Wertschätzung. Oh, I need coins for this machine. Toll. Okay, irgendwo muss man Coins finden. Ist das hier? Oh, erstmal eine rauchen, Alter. Oh, mein Kind treibt mich echt in den Nikotinrausch. Wieso hängt man da eine Zigarette an der Seite? Pack sie doch einfach in die Packung rein. Ich verstehe es nicht.
Ist das eine besondere Zigarette? Das ist eine Kaugummi-Zigarette für später, damit man den Mundgeruch los wird, ne? Hm. Why did somebody wrap this up? Sometimes Dory tries to catch up on some homework, but usually not for long. Okay, hier ist nix. Bei Dartpfeile. My workbench. So. Hallo? Da ist noch ein bisschen Stromgedönse. Boah, Leute, erschreckt mich jetzt mal, Spiel. Oh mein Gott, oh, das Brot, es ist einfach viel zu alt. Ich habe mich frisches Brot gefreut und das hat mich jetzt echt geschockt, dass da so altes Brot liegt. Bei uns gewittert ist, wenn jetzt noch der Horror kommt spielen, wäre das perfekt. Ja, bei mir ist tatsächlich noch einigermaßen schönes Wetter draußen. Aber es soll heute auch noch stürmen hier tatsächlich. Was ist damit? Kommt da noch was? Ah, hier, warte mal. Oh. So, erstmal schminken. Ich bin ein ganz spezieller Dad. Ist aber auch nichts zum Rausholen, ne? Nee. Nö, ist nix. Okay. Gut, dann bin ich erstmal bedient. Hier drinne. Weil ich glaube, das bringt nicht wirklich viel, ne? Ich will mitfahren. Yay! Juhu! Kann ich drauf sitzen? Juhu! Oh, ist das schön! Ich find's toll hier drauf. Guck mal, Papa. Juhu! Hui! Okay. Aber es geht die ganze Zeit im Kreis. Ich find so langsam... Wird mir schlecht. Tammy, hallo? Papa, mir wird schlecht. Papa? Das Pferd bringt mich zum Kotzen. Papa, ich habe aufs Pferd gekotzt. Das war original von früher von Toffi. Vielleicht kriegen wir dadurch was. So, warte mal. Da ist... Out of order. Außer Betrieb. Ja, natürlich. Auch da wieder irgendwo ein Strom, eine Stromquest. Was ist das da? I wonder if I still got it. Ja, dann mach doch mal. You want it. You got it. You want it, baby, you got... Just bust the move. You want it, you got... Oh, coins. No sale, warte mal. Open. Ah, guck mal. Ha! Viele, viele Munde Smarties. Nee, Coins. Warte mal, wo war das? Da drin, ne? Stream mit Beilage, lecker. Mm. So, warte mal. Hier, rein da jetzt. So. Jetzt sag mir die Zukunft voraus. The great Zoan sees you have lost something. Ja, meine Tochter. If you want to find it, you must search for it. A long drive over the hill will surely be of help. When you arrive, all doors will be open to you. Oh, wow, that's really helpful, Zoan. Well, let's see what the future has in store for me. Du hast was verloren. Wenn du es finden willst, musst du suchen. Alter, echt? Boah, das ist so gut, dass der Zoan da ist, ne? Alter, bitte. Ohne den würde ich nicht wissen, dass das Dinge, die man... sucht, dass man Dinge, die man finden will, suchen muss. Das flattert. Ohne den wüsste ich das jetzt gar nicht. Muss ich das jetzt nochmal machen? Oh, go confidently in the direction of your dreams. The important thing is to never stop questioning.
Es ist so ein Glückskeksautomat, oder? Daher kommen die Sprüche in den Glückskeksen. Irgendjemand macht so an einem Automaten, geht da immer hin, schreibt sich das auf und packt sich in Glückskekse rein, oder? Wie oft soll ich das jetzt noch machen? Vielleicht kommt ja irgendwann doch nochmal was, wenn du Sinnvolles brauchst. Oh, jemand denkt dann gerade an mich. Und das ist die Weisheit? Jemand denkt gerade an dich? Ja, und jetzt? Ich bin ja auch immer auf OnlyFans. Natürlich denkt da ständig jeder an mich. Ist doch klar. Wie oft soll ich das jetzt machen? There are no shortcuts to any place worth going. Harte Arbeit wird belohnt werden, Leute. Okay, alles klar. There are no shortcuts to any okay, jetzt sagt er das Gleiche. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt durch sind. Was ist eigentlich mit dieser komischen Figur da? Gut, ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Also irgendwie... Das spannendste Spiel ist es ja nicht gerade, ne? Ryan, nur so für mich als Interesse. Du hast dieses Spiel ja vorgeschlagen. Also ich habe es ja auch geschickt bekommen. Also unabhängig von dir hätte ich es jetzt wahrscheinlich trotzdem getestet. Aber du hattest es ja vorgeschlagen in den Spielevorstellungen. Kennst du das Spiel? Weißt du, dass es noch richtig gut wird? Oder hast du einfach nur Interesse daran gehabt, es mal bei mir zu sehen? Das wäre eine sehr, sehr coole Information. Weil ich bin momentan irgendwie davon überzeugt, dass dieses Spiel definitiv nicht gruselig ist. Das ist einfach zwei Zigaretten hier drin stecken, oder was? Ach, guck mal hier. Let's get this on the first try. Was müssen wir hier machen? Ach so. Ach so. Oh, guck mal, ich kann ein Minispiel spielen. Guck mal hier. Sophia, hallo. Ich bin gerade beschäftigt, Leute. Ich kann gerade den Chat nicht lesen, aber ich werde gleich wieder auf den Chat eingehen, nachdem ich den Rekord hier geknackt habe. Oh, guck mal. Boah, ich bin so schnell unterwegs. Ich muss vorher noch einen Organspendeausweis machen. Ich werde wahrscheinlich kläglich verrecken. Okay. Was meinst, Wetten werden angenommen. Wann stirbt Toffee? Wie viele Punkte schafft er? Boah, das macht süchtig, ne? Das wird's gar nicht mehr aufhören zu spielen. Wahrscheinlich musst du das zu einem gewissen Punkt machen, um überhaupt weiterzukommen im Spiel. Oh, Hilfe! Ich kann nicht mehr gucken, langsam. A few more points. Come on. Come on. Few more points. Let's get to it. Okay. Yes. Easy. Easy war's, ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ich kann auch hier den Mega-Rekord machen, den noch keiner vor mir geknackt hat. Alter. Ich kann nicht mehr aufhören, Leute. Das ist der Rest des Streams heute. Ist aber auch sehr simpel. Es wird zwar immer schneller, ne? Aber es ist tatsächlich sehr simpel. Aber sowas macht es auch süchtig. Jetzt weiß ich, was ihr mit den Cookie-Clicker-Spielen immer so toll findet. Oh, Hilfe. Uah. Immer in die Mittlerposition gehen am besten. Weil dann könnt ihr da von da aus nämlich immer schön justieren, wo ihr hin müsst. Wird es auch noch schneller oder ist es jetzt einfach... Es hört gar nicht mehr auf. Was mit einer Coin so viel Spaß haben kann, ne? Ja, und sonst so? Was habt ihr so am Wochenende vor? Ich kann nicht auf den Chat achten. Ich bin gerade voll fokussiert. Ah, Hilfe. Oh Gott, jetzt wird es aber langsam wirklich schnell, ne? Aber ich schlag mich nicht schlecht, oder? Hilfe. Normalerweise, wenn ich immer sage, ja, ich schlag mich nicht schlecht, mich... Something fell into the coin compartment. Sterb ich nämlich sofort, wenn ich sowas sage. Neuer Meilenstein erreicht, Alter. Wow, nächste Trophäenstufe. Was ist hier los? Oh mein Gott, bin ich gut. So, da ist was rausgefallen. Warte. Was ist das denn? Funhouse Münze zum Inventar hinzugefügt. This used to be a fun house. But now it's full of evil clowns.
It's time to start a countdown. I'm gonna burn it down, down, down. Oh, I was always pretty I'm good gonna at this burn one. It down. Kennt ihr das? Pink? Das hättest du nicht sagen sollen. Ist immer so, ne? Immer wenn ich sowas sage, dann passiert sowas. Aber wo, was mache ich jetzt mit der Münze? Da darf ich ja nicht rein. Eine Big Show. Main Entrance. Their show is always the highlight. Ist immer das Highlight. Ja, dann lass mich doch rein! Ich glaube, diese Art von Spielen fängt langsam an und dann wird es irgendwann meistens echt schräg. Aber das ist mehr so das Genre. Ja, eben. Also, ich bin mal gespannt. Ich bin mal vielleicht ins Funhaus geht. Ach so, da, meinst du? Na, hallo! Ganz ehrlich, wenn ich vor so einem Ding stehen würde, ich würde da nicht reingehen. Ein Clown steht vor mir, macht so die Fresse auf. Ich gehe da doch nicht rein. Wie sehe ich eigentlich aus? Bisschen beknackert, ne? Würde da nie reingehen. Ja, ganz ehrlich, nee, würde ich auch nicht. So, jetzt kann ich da das reinstecken. Ein Token. Yay. Seems stuck. Ah, das klemmt jetzt auch noch. Es hat mein Geld gefressen und es klemmt. The turnstile should move now. Ich will da nicht rein. Hallo. Schönen Clownsmund haben sie da. Und auch nur ein bisschen Mundgeruch. Oh, jetzt kommt auch ein Ladebildschirm. Das ist PlayStation 5, müsste ich sagen, ne? PlayStation 5 hat normalerweise beworben, damit es fast gar keine Ladebildschirme mehr hat, ne? Prost. Toffee auf OnlyFans, so mit Knebel im Mund und Lack- und Lederklamotten, Kopfkino. Ja, natürlich. Alles, was dazugehört. Okay, sollen wir mal daran kitzeln? Ii! Da oben hängt ein Pferd. Welcome to the Funhouse. Let's have some fun. Oh, Dory always drags me through here. I think she just really likes to scare me. Ich bin ein Adrenalin-Junkie. Und es ist full of evil clowns, habe ich ja das selber gesagt. Ja, scheint so, ne? Aber wenigstens bin ich ein Adrenalin-Junkie. Oh. Alter, du Arsch! Ach Gott, Alter, Hilfe! War der Penner, ich will ihn hauen, da ist er. Kein Knopf für hauen. Was jetzt? Da lang oder wahrscheinlich da durch, ne? Bin mitgehüpft. Oh Gott. Ich will nicht mehr erschrecken. Wir gucken jetzt immer nach oben, oder? Aber bei dem Kopf ist wahrscheinlich von unten. Das ist wie bei Alice im Wunderland. Das ist alles auf dem Kopf. Hallo? Ich wollte gerade sagen, wo ist Erna? Aber meine Tochter heißt ja Dori. Wie komme ich jetzt auf Erna? Erna kommt. Ja! Ja, wenn Erna kommt, kommt sie prompt, wa? Scheiß Erna. Sammelobjekt. Ein Clown, ja. Wollte ich schon immer mal besitzen. Er hat die Bücher hier angeklebt. Ach Gott. Ich wusste gar nicht, dass es heute ein Horrorabend wird. Wie lange spielen wir das jetzt schon? Also auf jeden Fall über eine Stunde, ne? Okay, damit kann man joggen gehen. Achso, Entschuldigung. Ja, der andere vorhin hat mir schon einen Herzinfarkt bereitet. Jetzt kann der Kleine da auch nicht mehr viel bewirken, ne?
Ach, der kommt mehrmals. Warte mal. Geht das? Guck mal, ich geh noch mal, ich mach noch mal Moonwalk. Ne, der kommt nur einmal.